Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele Bereiche des Lebens laufen mittlerweile digital ab. Kommunikation, Information, Einkaufen, Lernen, um einige wenige Beispiele zu nennen. Wenn es dann aber um den Kontakt mit Behörden geht, wird man vielfach noch auf den analogen Weg gezwungen. Ein Report der Europäischen Kommission zum Thema digitale Verwaltung sagt, dass Deutschland unter den 28 EU-Staaten auf Platz 18 liegt, hinter Italien und knapp vor Zypern. Und auch die Nutzerzahlen sind besorgniserregend. Im vergangenen Jahr haben gerade mal 45% der befragten Deutschen E-Government-Angebote in Anspruch genommen. Damit hinken wir den Schweizern um 20 und den Österreichern um fast 30 Prozentpunkte hinterher. Diese Umstände haben den Nationalen Normkontrollrat zu einem harschen Urteil veranlasst. E-Government gäbe es de facto in Deutschland nicht. All dies macht deutlich, Deutschland muss, um den Anschluss nicht zu verlieren, schnell aufholen. Diesen Rückstand können wir uns nicht dauerhaft erlauben. Was sind die Vorteile einer digitalen Verwaltung für den Nutzer, Bürger, Unternehmer? Zum einen die Zeiteinsparung, weniger Behördengänge, kein Porto mehr, schnellere Bearbeitung, Komfort. Man kann von zu Hause aus oder von unterwegs auf die digitalen Angebote zugreifen. Wesentliche Akteure sind die Verwaltungen. Und machen wir uns nichts vor, für die öffentliche Verwaltung ist die Digitalisierung die größte Herausforderung der nächsten Jahre. Viele Verwaltungen tun sich noch schwer. So sieht weniger als ein Viertel der Behördenleiter einen Nutzen darin, Bürger in die Gestaltung digitaler Verwaltungsleistungen einzubeziehen. Da ist noch deutlich Luft nach oben. Wir brauchen einen Anschub für digitale Verwaltung. Wir brauchen Rahmenbedingungen für die Verwaltung der Zukunft. Diesen Anschub, diesen Rahmenbedingungen bietet das Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020, das wir heute ja ebenfalls beraten. Die Bundesregierung möchte und muss Vorreiter für die übrigen Ebenen sein. Dies gilt übrigens auch für den Grundsatz, dass es auch bei der Organisation der eigenen IT eine einheitliche Zuständigkeit und übergreifende Planung geben muss. Das Bundesinnenministerium geht hier mit gutem Beispiel voran, denn es bündelt seine IT in einem Rechenzentrum, das dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist. Und wer sich nur ein bisschen in der Bundesverwaltung auskennt, der mag erahnen, was für Brocken hierfür aus dem Weg geräumt werden mussten. Johannes Ludewig, der Vorsitzende des Nationalen Normkontrollrats, kennt sich in der Bundesverwaltung aus. Und darum ist sein Lob auch nachvollziehbar und belegbar. Er hat die Erfahrung gesammelt, wenn er sagt, in unserem von Zuständigkeitsgedenken geprägten System hat dies Mut erfordert. Wir geben ihm Recht und danken Ihnen, sehr geehrter Staatssekretär Krings, stellvertretend für Ihr gesamtes Haus für diesen Mut. Und ich zitiere nochmals Johannes Ludewig, wenn ich sage, diesen Mut wünschen wir uns auch von anderen. Mit unserem Antrag, den wir heute beraten, machen wir deutlich, dass wir das Regierungsprogramm unterstützen. Wir setzen aber auch eigene Akzente, zum Beispiel beim Thema eID, der Online-Ausweisfunktion für den neuen Personalausweis. Wir müssen den Verbreitungsgrad der eID deutlich erhöhen. Derzeit beißt sich dort die Katze in den Schwanz. Es gibt kaum Nachfrage und daher auch kaum Angebote. Und umgekehrt ist natürlich ebenso. Und darum sagen wir, wir müssen hier deutlich besser werden. Und darum schlagen wir vor, dass die eID-Funktion grundsätzlich eingeschaltet sein sollte und lediglich auf ausdrücklichen Wunsch hiervon abgesehen wird. Über die eID hat man auch Zugang zu den geplanten Bürgerkonten. Jeder Bürger soll Zugang zu einem digitalen Konto erhalten, ebenenübergreifend. Das heißt, das soll nicht nur gelten für Dienstleistungen des Bundes, sondern auch für Dienstleistungen der Länder und der Kommunen. Und es muss medienbruchfrei erfolgen, das will ich hier auch noch mal ausdrücklich sagen. Es macht keinen Sinn, wenn digital erstellte Dokumente ausgedruckt, unterschrieben und im Original übersendet werden müssen. Wir haben auch erkannt, dass der größte Hemmschuh bei der Digitalisierung der Verwaltung der oftmals fehlende Wille zur Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist. Wir brauchen eine bessere und verbindlichere Koordinierung. Und darum ist unser Vorschlag, den IT-Planungsrat zu stärken. Hier mangelt es noch an politischer Durchschlagskraft. Wir brauchen eine föderale E-Government-Infrastruktur, so
wie auch vom Nationalen Normenkontrollrat gefordert. Wir brauchen eine gemeinsame Plattform für gemeinsame Entwicklung über die föderalen Ebenen hinweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Verwaltung gilt in vielen Ländern als Vorbild. Das muss aber auch für die digitale Verwaltung gelten. Im Zuge der Migrationskrise ist es uns gelungen, den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Ebenen deutlich zu verbessern. Daran sieht man, manchmal braucht es etwas Druck, dann ist der Aufbau einer digital vernetzten Verwaltung möglich. Vor allem aber ist es ermutigend zu sehen, dass der Föderalismus kein unüberwindbares Hindernis darstellen muss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat Frank Tempel von der Fraktion Die Linke das Wort.